Das Märchen vom Einzelkind. Es waren einmal zwei Leute, Mann und Frau, denen ein Sohn geboren wurde. Weil er ihr einziges Kind war, nannten sie ihn Anak Tunggal. Das bedeutet Einzelkind. Als das Kind größer wurde, starben seine Eltern und es blieb allein zurück. Eines Tages ging es mit seinen Gefährten die Büffel weiden, und gegen Mittag badeten sie im Fluss, der unten im Tal floss, nicht weit von dem Hang, wo sie die Büffel hüteten. Seine Freunde schwammen dorthin, wo das Wasser tief war. Doch Einzelkind, der sich noch nicht in die Mitte wagte, plätscherte nur am Rand und klammerte sich dabei am Gras fest. Da beschlossen seine Freunde: »Kommt, wir tauchen Einzelkind unter!« Sie wollten Einzelkind zur Mitte ziehen, doch hielt er sich aus Furcht am Gras fest. Schließlich riss das Gras, und Einzelkind, der sich nicht mehr halten konnte, wurde von seinen Gefährten in die Mitte der kräftigen Strömung gezogen. Einzelkind trieb mit einem Grasbüschel in der Hand davon. Bald wurde er von der Strömung in einen kräftigen Strudel gezogen, der ihn nach unten riss. Er geriet in eine Öffnung unter der Erde und kam plötzlich in dem Brunnen eines Mannes heraus. In diesem Brunnen spielte Einzelkind so lange, bis das Wasser trüb wurde. Als der Besitzer des Brunnens kam, um Wasser zu schöpfen, entdeckte er das trübe Brunnenwasser. »Wessen Kind bist du?« fragte er. »Sieh doch, mein Brunnenwasser ist trüb.« Einzelkind antwortete: »Ich wurde vorhin von meinen Gefährten in den Fluss getaucht und von der Strömung hierher getragen.« Der Besitzer des Brunnens hatte keine Kinder, und er brachte Einzelkind in sein Haus, gab ihm zu essen und sorgte gut für ihn. Als Einzelkind herangewachsen war, weidete er auf Geheiß seines Pflegevaters die Büffel. Jeden Tag erhielt er dreimal zu essen. Er konnte auch schon die Büffel allein hüten. Eines Tages wollte er mit seinen Gefährten auf den Markt. Von seinem Pflegevater erbat er drei Bengel. Sein Pflegevater fragte: »Was willst du mit dem Geld machen?« Einzelkind antwortete: »Ich will zum Markt.« Auf dem Markt sah er, wie Leute eine Schlange töten wollten. Da rief das Einzelkind: »Tötet sie nicht! Verkauft sie mir! Für drei Bengel!« Die Leute verkauften ihm die Schlange. Einzelkind kehrte mit der Schlange nach Hause zurück und bewahrte sie innerhalb der Viehhürde auf. Als er wieder zum Markt ging, erbat er wieder drei Bengel von seinem Pflegevater. Auf dem Markt sah er, wie Leute einen Hund töten wollten. Einzelkind rief: »Tötet ihn nicht! Verkauft ihn mir für drei Bengel!« Die Leute verkauften ihm den Hund für drei Bengel, und er nahm ihn mit nach Hause. Und wieder ging Einzelkind mit drei Bengel zum Markt. Dort sah er, wie Leute eine Maus töten wollten. »Tötet die Maus nicht«, rief Einzelkind. »Lass sie mich für drei Bengel kaufen.« Die Leute verkauften ihm die Maus und er trug sie nach Hause. Zum vierten Mal ging er mit drei Bengel zum Markt. Dort angekommen sah er, wie Leute einen Reiher töten wollten. »Tötet den Reiher nicht«, rief Einzelkind. »Lasst ihn mich für drei Bengel kaufen.« Die Leute verkauften ihm den Reiher und er brachte ihn nach Hause. Eines Tages spie die Schlange, der er geholfen hatte, einen goldenen Ring aus und gab ihn Einzelkind. Die Schlange sagte: »Wenn ihr, Herr, mit diesem Goldring über das Haus und den gesamten Besitz eurer Eltern streicht, wird dies alles zu Gold.« Einzelkind ging zum Haus seiner Eltern und bestrich es mit seinem Goldring. Alles verwandelte sich in Gold. Die Nachricht, dass Einzelkind das Holzhaus zu Gold gemacht hatte, kam der Tochter des Landesherrschers zu Ohren. Die Prinzessin befahl Einzelkind zu sich und heiratete ihn. Dann ging Einzelkind zu dem Haus seiner Schwiegereltern, bestrich deren Haus mit seinem Goldring, und alles wurde zu Gold. Da überlegte die Prinzessin:
Wenn alle Dinge mit seinem Goldring bestrichen werden, dann gibt es auf der Welt ja keinen einzigen Armen mehr. Sie ließ ihre Leute eine Grube graben, und als die Grube tief genug war, befahl sie Einzelkind hinabzusteigen und zu messen, wie viele Faden Tiefe sie besitzt. Als Einzelkind unten war, ließ sie ihn schnell von oben mit Erde zuschaufeln. Schlange, Maus, Reiher und Hund berieten: »Man hat unseren Herrn zugeschaufelt. Lasst uns dorthin gehen und ihm helfen.« Bei der Grube angekommen, sagte die Schlange: »Ich werde bohren, und du, Maus, musst die Erde nach oben scharren, und du, Hund, musst sie wegbuddeln, und der Reiher muss mit den Flügeln schlagen, dass die Erde davonfliegt.« Als die vier Tiere diese Arbeit beendet hatten, konnte Einzelkind aus dem Loch heraus. Draußen angekommen, ging er direkt zum Haus seiner Schwiegereltern und bestrich ihr Haus mit einem Stück Holzkohle. Im Nu wurde alles wieder zu Holz. Einzelkind und seine vier Freunde kehrten zum Haus seines Vaters zurück, und dabei sagte Einzelkind: »Mein Goldring wurde mir von meiner Frau genommen. Jetzt ist er in ihrem Haus. Bitte, holt ihn mir wieder.« Schlange, Maus, Hund und Reiher gingen gemeinsam dorthin, um den Ring zu holen. Als sie beim Haus der Prinzessin angekommen waren, sagte der Hund: »Ich werde hier unten warten, um den Ring, den ihr oben vom Haus herunterfallen lasst, in Empfang zu nehmen. Die Schlange geht zum Wasserfass, um das Wasser unbrauchbar zu machen. Der Reiher geht in die Küche, um das Feuer auszublasen, wenn die Leute es anfachen. Und die Maus geht auf die Suche nach dem Ring.« Die Maus ging und suchte den Ring in der Kiste, doch dort fand sie ihn nicht. Sie suchte unter dem Kissen, fand ihn und brachte ihn nach unten. Dann ging sie zum Ufer, und die Schlange sagte: »Wie sieht der Ring aus? Gib ihn mir zum Ansehen.« Der Reiher sagte: »Ja, wo ist der Ring? Gib ihn mir zum Ansehen.« Der Hund sagte: »Gib ihn mir einen Augenblick, nur zum Ansehen.« Die Maus erwiderte: »Was will denn diese Rundpfote? Kann sie denn den Ring halten?« Die Maus wollte dem Hund den Ring geben, doch er fiel ins Meer, und ein Fisch verschlang ihn. Schlange, Maus und Reiher gingen nach Hause, und nur der Hund blieb am Ufer sitzen und beobachtete einen Mann, und der gerade angelte. Der Angler sagte: »Hund, geh weg von hier!« Doch der Hund wollte nicht weichen. »Lass mich den Fisch meines Herrn bewachen«, war seine Antwort. Schließlich entdeckte der Hund den Fisch, der den Ring seines Herrn in sich hatte, und er brachte ihn nach Hause. Zu Hause angekommen, pickte der Reiher den Ring aus dem Leib des Fisches und gab ihn Einzelkind. Schlange, Hund, Maus und Reiher blieben im Hause Einzelkinds wohnen. Für die Schlange wurden Frösche gesucht und für den Reiher Fische. Der Hund und auch die Maus erhielten Brei.